Auf der Helgoländer Düne gehören die Strandabschnitte zurzeit alleine den Kegelrobben. Im Winter haben sie ihre Wurfzeit. Damit die Tiere dabei nicht gestört werden, wurde vor 2 Jahren ein Zaun entlang des Strandes aufgebaut. Und in dem Ruhebereich fühlt sich der Kegelrobben-Nachwuchs wohl, sagt Dünenchef Michael Jansen. So gab es in der vergangenen Saison einen neuen Geburtenrekord. 652 Jungtiere haben das Licht der Welt auf Helgoland erblickt. Und in diesem Winter rechnet Jansen sogar mit noch mehr Nachwuchs. Also wir schätzen bei 700 über 700. Wenn mehr geboren werden, kommen auch mehr in die Geschlechtsreife und können sich reproduzieren. Und es steigt stetig. Und ich finde, das ist für Helgoland einfach auch eine Bereicherung, diese Tiere. Vor rund 25 Jahren haben die Kegelrobben den Weg von den Küsten Großbritanniens zurück nach Helgoland gefunden. Seitdem nutzen sie die Düne wieder als Kinderstube. Das weiße Fell schützt den Nachwuchs vor Kälte. Aber schwimmen, das geht noch nicht. Deshalb verbringen die Kleinen ihre ersten Wochen an Land, immer nah an der eigenen Mutter, damit sie schnell und kräftig wachsen, weiß Meeresbiologin Rebecca Ballstedt. Sie schaut fast täglich nach den Kegelrobben. Ja, so wie es aktuell aussieht, haben wir tatsächlich eigentlich rundum zufriedene und wohlgenährte oder gut entwickelte, muss man ja sagen, Kegelrobben-Jungtiere, die hier zur Welt gekommen sind. Im Winter zieht es viele Hobbyfotografen auf die Insel. Sie alle sind fasziniert von den Meerestieren und versuchen, das perfekte Motiv einzufangen. So besonders macht es eigentlich das, dass wir sowas in Deutschland haben und keiner weiß es oder die wenigsten wissen es. Das finde ich so besonders, ja. Und dass man hierher fahren kann und man sieht sie da hautnah und kann die dann noch fotografieren. Nee, das perfekte Foto ist heute noch nicht gelungen, aber es liegt auch gerade am Regen. Aber ich denke, man kommt nah genug ran, da wird noch ein, zwei dabei sein. Immer wieder fragen Fotografen, ob sie hinter den Zaun und noch näher an die Kegelrobben gehen dürfen. Aber die Abgrenzung schützt nicht nur die Tiere, sondern auch den Menschen. Denn, was viele nicht wissen, die Kegelrobbe gilt als größtes Raubtier Deutschlands. Deshalb kann es gerade in der Wurfzeit, wenn die Hormone verrückt spielen und die Robben zubeißen, auch für den Menschen gefährlich werden. Kritik am Zaun kann der Dünenchef deswegen nicht verstehen. Für mich ist es das probate Mittel, was wir eigentlich auch schon seit Jahren uns gewünscht haben. Irgendwo eine klare Linie zu ziehen, irgendwo zwischen Mensch und Tier und einfach irgendwo die Sicherheit herzustellen. Zum einen eben für die Menschen, aber eben auch den Tierschutzgesetzen irgendwo Rechnung zu tragen, weil die Kegelrobbe ist eine besonders geschützte Art in Deutschland. Ich muss jedes Mal wieder sagen, dass gerade diese Jahreszeit, ich mache diesen Job jetzt seit vielen Jahren, mich jedes Mal wieder fasziniert. Kein Tag ist wie ein anderer. Manchmal haben die schon ein sehr menschliches Verhalten. Sie sind auch sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Sie sind nicht alle gleich. Manche sind ständig am Töne erzeugen, so wie manche Menschen auch ständig labern. Andere sind total still und zurückhaltend. Da gibt es welche, die die Gruppe ständig durcheinander bringen, wenn sie die andere ärgern oder so. Es ist manchmal schon witzig, also wenn man die Zeit hat, das mal zu beobachten, was da so passiert in so einer Gruppe. Ende Januar ist es für die Kleinen soweit. Dann sind sie so groß und stark, dass sie selbst raus in die Nordsee schwimmen können. Aber bis dahin sind die Robben noch auf der Düne von Helgoland zu sehen. Ganz zur Freude der vielen Urlauber und von Düneninspektor Michael Jansen.